Willkommen zurück zu Dishonored, die Maske des Zorns. Wir haben beim letzten Mal hier aufgehört, auf dem Weg zum Lordregenten. Dementsprechend machen wir heute weiter. Ich weiß nur noch gar nicht, wo es lang geht. Ich habe so ein bisschen die Steuerung vergessen, wenn ich ganz ehrlich bin. Achso. Wir gucken mal erstmal, wo wir was finden. Hier gibt es einen Knochenartefakt. Wo ist denn das? Okay. Ganzes Stück weiter unten. Da unten ist das. Ich dürfte jetzt aber fast alle ausgeschalten haben. Okay, ist doch da. Hatte ich da nicht beim letzten Mal reingeguckt? Aber ich habe nicht richtig gesucht. So, ein Knochenartefakt. Fallender Stern. Ein erfolgreicher Falkenangriff bringt dir etwas Mana zurück. Nee, das brauche ich nicht. Mache ich viel zu selten dafür. Komme ich jetzt hier auch wieder hoch? Gehen wir mal wieder aufs Dach, dass wir fortfahren können. Mist. Betäuben wir den jetzt so und hoffen, dass er nicht weiter auffällt. Also wir könnten jetzt relativ einfach zum Dunwall Tower. Hi, da rennt ja auch ein Tallboy lang. Ich würde aber gerne nach da rechts, über rechts lang gehen, weil das scheint mir auch der ruhigere Weg zu sein. Achtung, Angestellte des Dunwall Towers. Bleiben Sie auf Ihren Posten, bis Sie weitere Befehle erhalten. Okay. Er hat mich ganz kurz gesehen. Oh, da war es ein Loch, das habe ich nicht gesehen. Okay, eins ist oben. Eins da hinten. So ein dämlicher Turm. Okay, wie ich an dem Tower vorbeikomme, weiß ich noch nicht. Hoffen wir einfach mal. Hier drin ist die Rune. Der Hans da ist.
Da sind Wachen drin und drauf. Würde ich aber eigentlich gerne oben anfangen. Komme ich da durchs Fenster? Wahrscheinlich nicht, ne? Na gut, dann gehen wir aufs Dach. Bau der Blitzwand hier nicht. Ja, dann gehen wir übers Dach und versuchen übers Dach irgendwie reinzukommen. Müsste ja möglich sein, hier hochzukommen. Das ist ein Tallboy. Zu hoch. Über den Balken. Gut, von hier aus kommen wir auch hoch und können den Turm deaktivieren. Aber das muss ich timen, ne? Will ich die vielleicht jetzt schon ausschalten, weil der geht mir so ein bisschen um den Geist. Weil dann müsste ich dahin. Fertig. Ein Turm weniger. Da unten ist nur eine Wache. Kommt jetzt hoch, wahrscheinlich, weil die oben ihren Wachgang nicht mehr macht, oder was? Okay. Ach, hier hätte man auch hochschleichen können. Ja, ich dachte, da geht's nur durch die Mauer durch und nicht in das Gebäude rein. Jetzt wissen wir's. Ist ja nicht schlimm. So. Hier soll irgendwo... Okay, der Turm der Dunwall Tower ist also dicht. Ach, da liegt sie. Habe ich jetzt? Ich habe 5. Okay. Ja, Zeit verlangsamen wäre sehr cool. Habe ich bestimmt genug. Ah, doch nicht. Okay. Ja, dann hüpfen wir doch mal auf den Turm rauf. Sollte nicht irgendwo noch diese Sendeanlage sein? Frag mich ja wo, weil ich war doch jetzt überall, oder? Ich dachte, die ist eigentlich hier, wenn ich ehrlich bin. Aber irgendwie nicht. So, warte mal, ich kann auch da auf die Mauer. Ich glaube, das ist schlauer. Die Lage ist schlecht. Könnte es um die Stadt noch schlechter stehen? Das Wasser. Zack. Okay, die letzte Rune ist da oben. Arschweit entfernt. Da waren wir drin. Das ist eine Blitzwand. Das ist ein Alarm, 2 Wachen. Bumm, haben wir ausgeschaltet, egal. Gut, dann gehen wir rein. Jo.
Moment. Achso, doch. Ja, gerade ich passe hier nicht rein. Das sah so eng aus. So, dann machen wir nochmal den. Ihr Bericht, General Tobias. Das Gelände ist sicher, Lord Regent. Es kann nicht schaden, erneut nachzusehen. Ich werde nach unten in mein Schlafzimmer gehen. Verzeihung, Sir. Es wäre wohl. Da oben ist die Sendezentrale. Auf dem Dach bleiben würden. Ich brauche heute den Komfort meines Bettes. Ich vertraue darauf, dass Sie und Ihre Männer mit Ruhe ausreichend sichern können. Und kommen Sie nach Ihren Runden zu mir. Ja, wie Sie wünschen, Lord Regent. Ich gehe nach oben. Sichern Sie diesen Bereich und wissen Sie, wenn Sie sehen, ob Sie da regnet. Ja, da okay, ich speichere mal. Ich probiere jetzt da mit Zeit für langsam runterzukommen. Wurde eine Walölausgabesperre erlassen. Jeder Bürger ist dazu aufgerufen, etwaige Walölvorräte sofort zur Stadt. Ach du Kacke. Also das war schön. Diese Säulen, ne? Ich habe schon wieder vergessen, wie die richtig heißen. Total gruselig. Stell dir vor, du gehst irgendwo lang, auf einmal kommt so eine Säule und brutzelt dich einfach. Propaganda-Offizier. Was sollen wir mit dem machen? Ausschalten? Das weiß ich jetzt nicht. Der Lord Regent erinnert daran, dass alle Ausgangssperren ab sofort ohne Ausnahme in Kraft treten. Bitte, tun Sie mir nichts. Sie wollen den Lord Regenten töten, nicht wahr? Verschonen Sie mich. Ich helfe Ihnen, ihn zu besiegen. Er macht Aufzeichnungen mit dem Audiographen. Geheimnisse, die sein Ende wären, würden andere sie hören. Über die Sendeanlage abgespielt wären seine Geständnisse in der ganzen Stadt zu hören und er wäre ruiniert. Die Audiographkarte, die Sie brauchen, ist in einem Safe im Zimmer des Lord Regenten. Aber ich konnte über seine Schulter schauen und mir die Kombination merken. 935. Vertrauen Sie mir. Die Aufnahmen auf dieser Karte werden ihn erledigen. Viel Erfolg. 935. Alles klar. Ja, danke für Ihre Mitarbeit. Ich mag seine Stimme irgendwie. Okay. Ich will aber, ganz ehrlich, ich will aber auch in den Sicherheitsbereich unterm Dach. Das hier ist echt ein fieser Ort für so ein Ding. Also ohne die Spezialfähigkeiten könntest du das ja echt vergessen. Da ist schon das Zimmer. Theoretisch könnten wir rein, aber ich würde gerne doch noch mal ein bisschen hier. Ja, die Rune müssen wir auch noch finden. Mal gucken, wo ist das Ding? Ach, das ist auch unser Zimmer. Aber Moment, dann war die andere Rune doch draußen, oder? Würde die ganze Stadt von der Seuche dahin gehaftet oder verbrennen? Dein Wort würde zum Letzt fallen. Okay. Brauchen wir jetzt hier Eingebungen, oder was? Das Walöl war aufgebraucht. Ein Ersatzmann ist auf dem Weg, just in diesem
Oh, der hat so einen Typen bei sich. Okay, dann bin ich aber gerade wirklich am Überlegen, ob wir noch mal kurz raushuschen. Gucken, wo dieses, wir huschen mal noch mal kurz raus und gucken, wo... Sollen wir uns heute Abend auf Whisky und Zigarren... Wo das Ding hier ist. Ist das auf der Rückseite? Ich überleg gerade, ob man da irgendwie hinkommt. Ja, mir fällt es jetzt nicht ein. Also auf die eine Rune kommt es mir jetzt nicht an. Hallo? Ist auch mir nicht jetzt das Spiel abgestürzt. Okay, jetzt ist das Spiel abgestürzt. Glaubst du, dass du nach gestern Nacht so, dein eigenes ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich den Neustart rausgeschnitten habe, wie ein Profi. Es nicht vergessen habe. Schutzhinweis. Ja, okay, genau. Was sagt mir hier das Auge? Wir sind hier noch überall Räume zum Looten. Gehen wir erstmal nach oben links jetzt. Ah, die beschissen. Okay. Finden wir jetzt hier im Turm? Im Dach. Mir nicht, hier oben rennt auch ein Tollboy rum. Echt jetzt? Das müssen wir mal kurz prüfen. Ich höre hier einen, aber... Ach, da drin! Ja, yippie-yay. Ich weiß gar nicht mehr, wie man die am besten ausschaltet. Habe ich komplett vergessen. Also hatten wir, glaube ich, jetzt auch noch nicht als Thema, aber...
Kann man den direkt hitten? Oder reicht der komische kleine Tank bei denen auf dem Rücken? Nee, die haben noch einen da. Nee, das ist irgendwas anderes. Okay. Ich werde dich finden und dich für deine Verfehlungen bestrafen, wer immer du bist. Zu mir! Au! So, durch ihn da wird. Warte mal. Da stand er irgendwo, ne? Ja, da. Ich bin tot. Au, 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 au. Okay, einen haben wir. Alter, sind die alle nervig. Ich höre dich, Mistkerl. Geht doch. Okay, das war natürlich jetzt ein bisschen Panne. So. Solche Arschgeigen, ne? Ja, was will ich jetzt eigentlich? Looten. Meine Hoffnung ist, hier gibt's Stuff. Okay, da ist die Besteuerung dafür. Schon mal ein bisschen Zeug. Gehört auch eine Rune oder so. Ja, da oben liegt eine. Guck, sag ich doch, hier gibt's Stuff. So. Ja, das hier sind natürlich die Wachquartiere. Seine persönlichen Wachen. Zufällig eine Ratte hier? Das ist also sein Panikraum. So. Ja, ich hätte einfach durch die Tür gehen können. Frage ist, wie komme ich denn da hin? Wo kommen die Ratten her? So, wie wäre es hier durch die Tür? Ja, gut, war ein bisschen unnötig hier hinzugehen, außer jetzt für die...
Außer jetzt für die Rune. Aber gut, ich dachte ehrlich gesagt, der hat in seinem Schutzraum ein bisschen mehr Zeug. WTF. Gut. Dann. Ja, ich bin aber dafür, wir nehmen den nicht tödlichen Weg. Ne? Wir haben jetzt schon alles andere nicht tödlich gemacht. Ich glaube, das Spiel ist wieder abgeschmiert. Okay, wir sind wieder da. Müssen hier noch einmal schnell looten. Ja, gar kein Problem. Mann, ich habe R gedrückt. Warum auch immer. Ich bin es gewohnt, mit R nachzuladen. Okay. So, wir speichern jetzt nochmal. Und nochmal. Das sieht besser aus. Gut. So, genau, dann könnte jetzt hier eigentlich eine Mine hinlegen, ne? Dass selbst wenn er fliehen würde. Benutzt die halt eh nie. Okay. Doch gar nicht so viele ausgeschalten. Heißt, die machen jetzt immer ihre Runde und kommen dann wieder her. Heißt, ich kann ihn potenziell gar nicht einfach ausschalten. Ja, dann warte ich, bis er wieder nach da hinten geht. Muss das denn mit Zeitanhalten machen? Moment, habe ich jetzt genug Runen? Nee, ne? 60 pro 8. Hm. Junge, kannst du jetzt mal abhauen? Ich muss an deinen Safe.
und an die Rune, die da auf dem Bett liegt. Sollen wir uns heute Abend auf Whisky und Zigarren treffen? Ja, natürlich. Ah, diese beschissene verdammte Mann. So, das sieht gut aus. So ein Penner. Ich wünschte, Campbell würde mir jetzt beraten zur Seite stehen. Er wüsste, was zu tun wäre. Ja, ich schalte ihn gleich aus. Oder? In der Hoffnung, dass sie einfach denken, er pennt. Ja, ich lasse einen Haufen Zeug wahrscheinlich liegen. Sieht's hiermit aus? Oder eine Sonne, eine Rune? Ah, der andere Typ ist abgehauen. Die Erklärung ist ganz einfach. Es war nicht mein Fehler. Mein Plan zur Ausmerzung der Armen hätte uns von diesen Schmarotzern befreit, die ihre Tage im Schmutz und Suff verbringen, obdachlos und ohne Arbeit, um Geld bettelnd, für das unsereins hart schuften muss. Und der Plan war einfach, die infizierten Ratten vom pandesianischen Kontinent zu holen und sie auf die Armen loszulassen. Der Plan funktioniert ausgezeichnet. Anfangs. Doch die Ratten entwickelten ein Eigenleben, versteckten sich vor den Rattenfängern und vermehrten sich alarmierend schnell. Bald spielte der Stand keine Rolle mehr. Alle wurden krank. Und dann begannen die Leute Fragen zu stellen. Die Kaiserin beauftragte mich herauszufinden, ob eine fremde Macht hinter der Rattenplage steckte. Ich wusste... Die Wahrheit würde herauskommen. Es gab keinen anderen Weg, als sie zu beseitigen und selbst die Macht zu übernehmen. Sie musste sterben. Sie musste einfach sterben.
Eine Kaiserin zu töten ist kein leichtes Unterfangen. Aber so konnte ich die Seuche mit uneingeschränkter Macht angehen. Quarantäne, Abschiebung der Kranken. Aber es gibt immer eine törichte Mutter, die nach ihrem verlorenen Kind sucht. Oder einen tumpen Arbeiter, der seine verschwundene Frau vermisst. Und dann wird die Quarantäne gebrochen. Aber mein Plan hätte doch funktioniert. Fuck. Er wäre aufgegangen, wenn nur jeder die Befehle befolgt hätte. Ja. Ja, der ist dann arbeitslos. Die Lage ist schlecht. Könnte es um die Stadt noch schlechter stehen? Kein Zweifel. Die Schlüssel zu den Gemächern habe ich gar nicht gebraucht. So, dann gucken wir nochmal. Noch weiter hinten. Das ist unter uns. Da kommt er. Meinst du könntest heute dein Essen mit mir teilen? Du bringst mich immer zum Lachen. Bisschen aufgeräumt. Aber Emily, meine Tochter, eines Tages wirst du erwachsen sein. Und ich frage mich, was du von diesen Jahren behalten wirst. Wirst du dich gern an deine Kindheit erinnern? Oder gab es zu viele Kinder, Mädchen, formelle Essen und langweilige Geschichtsstunden? Vielleicht werden die kostbaren Stunden, die wir miteinander verbracht haben, heller leuchten. Die Zeiten mit deiner Mutter und mit Corvo, der meinem Herzen so nahe stand.
Ich hoffe, dass Ratten und Seuche nur ein vorübergehender Schatten sein werden. Alte Erinnerungen. Krisen kommen und gehen. Gemeistert von deiner Mutter und ihren Beratern. Du wirst auf dem Thron sitzen und weise herrschen. Das Leben ist schwer, voller Verantwortung und Gefahren. Du konntest dir nicht aussuchen, die Tochter einer Kaiserin zu sein, aber du wirst mit den Herausforderungen wachsen. Bewahre dir dein gutes Herz, Emily. Zeichne und erzähle Geschichten und teile deine Macht nur mit Menschen, denen du wirklich vertraust. Tja, selber den Fehler gemacht. Also gut, wir machen beim nächsten Mal weiter. Heute ein paar technische Probleme gehabt. Mal gucken, wie es beim nächsten Mal aussieht. Also, lasst ein Like da, wenn ihr wollt. Und dann sehen wir uns. Ciao.